Hallo und willkommen zu einem neuen Video und auch zum Patch 2.3. Ich bin jetzt erstmal online gegangen und ich wollte jetzt einmal nämlich die neue Ini besuchen und den neuen Elite, weil den braucht man nämlich für Ito. Den muss man also 23 Mal maximal besiegen, um halt sein Material zu kriegen. Und da wollte ich jetzt mal hingehen und mal schauen, wie er denn so ist. Weil es wurde ja schon gesagt, wie er ist, also mit dem Geo. Aber ich will mal gucken, wie es mit normalen ist, wie schnell er dann bei mir runtergeht, ob das eine Auswirkung hat mit mehr Geoschaden oder nicht. Und dann wollte ich jetzt mal hingehen. Und ja, dazu aber noch ein bisschen Musik anmachen. Also für mich, damit ich einen tollen Sound habe. Einmal Kopfhörer aufziehen. Und los geht's. Der ist nämlich jetzt hier unten. Ich hoffe mal, dafür muss ich jetzt nichts Besonderes irgendwas machen. Man kann jetzt einfach angreifen. Oh, mal schauen, wie der ist. Ein bisschen gesehen habe ich nämlich schon. So, gehen wir mal gucken. Nee, man kann also einfach. Treffen muss man schon können. Ah, hier brauchst du einen Bogen, Alter. Na, kommt es sein Tornado? Ah, ne, man hat ein Schild. Wo ist der jetzt? Da. Muss dafür jetzt ihn hier ein bisschen spielen, ne? Ja, schauen wir es ihn jetzt nicht mehr. Du musst irgendwas mit denen nämlich machen. Oder du brauchst definitiv viel für Geoschaden. Läuft voll einmal rein. Ah, okay, du brauchst also definitiv Geoschaden, glaube ich, bei denen. Ach, man kann nur auch seinen Strahler draufsetzen, glaube ich. Also, Fakt ist, ich glaube, man muss definitiv Geoschein mitnehmen, damit, glaube ich, die am schnellsten besiegt werden können. Mal schauen, was der mir jetzt hier für Sachen gibt. Er gibt mir. Oh, gleich drei Stück sogar.
Hätte das nicht irgendwie anders sein können mit dem Kopf? Na egal. Aber immerhin hier von 3, was der Ito braucht. Na gut, das erste Mal, wo ich den nicht kannte. Gut, das mit dem 3 war klar, aber das habe ich vergessen, dass man, glaube ich, doch mit Geo schon rein, doch mit Geo hin muss. Ja, das war jetzt mein erster Besuch beim Elite. Jetzt kommt noch die Inni, aber vorher einmal bitte heilen. Hat doch ganz schön Aua gemacht, also muss der nicht mit Geo Schaden. Ups, nicht das. Geo Schaden dahin. So, die Inni ist hier. Jetzt muss man da erstmal gucken, ob man da eben noch was freischalten muss. Also irgendwie was man muss aktivieren. Ah, die ist unten drinne. Okay, die ist also unten. Die ist unten drinne. Und ne, einfach hingehen. Okay. Einfach hingehen. So. Und jetzt schauen wir uns die mal an. So, freischaltet. Aha, Wasser und Elektro. Hab ich alles mit. Geht los. Test. Das heißt Feuer nicht? Egal. Ich hab vergessen zu lesen. Oh shit. Das Bild ist übel. Hab's vergessen zu lesen. Von immer gut. Ah, wenn es ein bisschen halt noch. Ich lasse die mal lohnen. So, dann wollen wir mal schauen, was wir denn kriegen. Ach, nehmen wir angereichert das. Und überspringen. Und. Bei mir klar, dass ich das Geo-Teil nicht kriege. Mir egal. Was haben wir hier schon das Angriff gerade erwähnt? Wo das LP schon mal drin? Auch noch das Schmuck ist das. Bäh! Da gibt es Schlimmeres. Was haben wir hier drauf? Okay. Hab. Nichts gesagt. So. Und das war's jetzt auch, was ich euch zeige. Das waren jetzt meine ersten beiden Runden. Einmal beim neuen Elite und in der neuen Ini. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal, beziehungsweise hören uns auch. Weil ich nämlich jetzt, glaube ich, einen Nachtstream mache. Und zwar am Freitag, auf Samstag. Und zwar nehme ich schön in Abgrund, bevor er resettet wird. Mal schauen, was ich dann noch danach mache oder davor mache. Aber lasst euch überraschen. Ich sage bis dahin, ciao und viel Spaß jetzt im neuen Patch.